Ja, hallo meine Lieben, ich verspreche euch eines, es wird heute sehr, sehr edel, denn ich zeige euch die glamourösesten Look für Weihnachten, Silvester und natürlich für die Ballsaison. Und es tut mir leid, bitte verzeiht meinen Aufzug. Ich müsste eigentlich zum Anlass entsprechend ein Smoking tragen. Das ist sich nicht wirklich ausgegangen, aber ganz ehrlich, Adi ist in dem Fall wurscht, denn es geht um euch, meine Damen, und ich habe ein besonderes Highlight für euch. Ich habe den ersten Einblick der neuen Bettina Assinger Kollektion für Jones und das ist echt ein Highlight, denn erstmalig hat die hübsche Designerin eine Abendkollektion designt. Und bevor ich so richtig mit den Trends loslege, würde ich sagen, befragen wir mal die Designerin selbst. Also wir sind jetzt wieder einen neuen Weg gegangen, Jones und ich. Wir haben gesagt, okay, mein Monat ist ja immer der Mai. Das ist die Bettina Loves Jones Kollektion, die jedes Jahr rauskommt. Und jetzt haben wir es einmal probiert, eine Abendkollektion zu kreieren. Und es sind meine Designs und meine Vorstellungen. Ich habe das anders neu interpretiert und ist ganz spannend, weil so etwas hat es noch nie gegeben. Ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Das, was mir fehlt, ist der klassische Smoking. Aber die Dame neben mir, bitte, hat schon einen Damensmoking an. Und ich sage euch eins, bitte absolutes Must-Have für die Abendgarderobe, ein Smoking für die Mädels. Und das Coole daran ist, es wird natürlich viel, viel sexier interpretiert wie bei uns Männer. Man verzichtet auf Bluse und Masche. No, das wäre ein bisschen too much. Hingegen kombiniert man es mit einem eleganten Top, mit ein bisschen Glitzereffekt und eine Statement-Kette. Das reicht, weil, ja, Mädels, ihr habt so schönes Dekolleté wie wir, deswegen sagt es auch. Ja, meine Damen, heuer geht nichts über Metallic. Wir, beziehungsweise ihr, dürft so richtig dick auftragen. Das Coole daran ist, mixt unterschiedliche Metallic-Töne miteinander, wie man das hier wunderbar bei dieser Robe sieht. Silber, Grau und natürlich auch Bronze. Und auch die Details bitte beachten bei dieser Robe. Dreiviertelarm, erinnert ein bisschen an früher, sozusagen ein sehr, sehr cooler Retro-Schick. Das Einzige, wo ich ein bisschen aufpassen würde, ist, nehmt euch ein bisschen bei den Accessoires zurück, weil eine Robe komplett in Metallic, ja, die glänzt schon genug, da braucht man dann nicht solche Klunker dazu. Ja, und dass man nicht nur mit einem Abendkleid so richtig glänzen kann, das zeige ich euch bei diesem Outfit. Mega, mega coole Kombi, absolut abendtauglich. Cooler Rock im Plissé, aufregender Mustermix, also man muss ja ein bisschen was trauen. Dazu natürlich, bitte erinnern dran, Metallic, mega Thema, Metallic Top. Viele werden das noch kennen, das Crop Top. Hier muss man ein bisschen eine Diät machen, weil man ein bisschen vom Bauch sieht oder den ganzen Abend wirklich Bauch einziehen, dann funktioniert das auch. Und ein super, super Accessoire, bitte merken, ist dieser Kurz Bolero in, bevor jetzt irgendwer aufschreit, natürlich in Fake Fur. Wir brauchen kein echt Belzka. Fake Fur macht das Outfit bzw. rundet das Outfit perfekt ab.